Hallo liebe YouTube-Fans, heute sind wir zu zweit. Hallöchen. Und wir haben euch heute das Spiel Eternal Quest mitgebracht. Es handelt sich dabei um ein 19 Jahre altes PlayStation 2 Spiel und angeblich ist es das schlechteste RPG der Welt. Ja, so. Und das hat uns natürlich total interessiert. Natürlich. Also ihr kennt das, ne? Manche machen Trash-Filmabende. Wir hatten jetzt einfach mal einen Trash-Game-Tag vor. Und dementsprechend, wie gesagt, sind wir hier zu zweit, weil das wollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Das Spiel, wie ihr seht, ist noch komplett eingeschweißt und versiegelt. Also hier seht ihr auch noch das Original-Siegel. Und das machen wir dann natürlich jetzt extra für euch ganz frisch auf. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass es entweder so geil ist, dass es einfach nicht stimmt, dass es schlecht ist. Kann ja sein. Oder, dass es wirklich so übel schlecht ist, dass wir alle was zu lachen haben. Ja. Oder, wir lassen uns überraschen. Ja. So, aber ne, genug gequatscht, jetzt machen wir das erstmal auf. Also insgeheim glaube ich ja, ich meine, es sieht aus wie ein RPG, wie jedes andere auch. Ja, irgendwie. Vor allem aus dieser Zeit. Also irgendwie, also wie gesagt, 19 Jahre alt. Das sieht sehr gewöhnlich aus. Also man riecht schon den mumifizierten Geruch hier. Nee, stimmt natürlich nicht. Das ist wirklich super frisch und super neu. Ja, ihr seht's. So, dann haben wir natürlich ein Booklet. Heute wäre das ja schon die Hyper Special Edition mit Booklet. Das gibt's ja heute nicht mehr. Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, warum. Steelbook Edition? Ja, ja, ja. So, also das ist die Collectors Edition mit Booklet. Ja, ja. So, da sehen wir dann was über die Story. Also das Ganze ist zweisprachig, Englisch und Deutsch, das ist die PEGI-Version. Dann sehen wir, wie die Spielanzeige funktioniert. Natürlich haben wir das jetzt noch nicht ausprobiert. Also bebildert ist es jetzt, ich sag mal, sparsam, aber zweckmäßig. Das ist für die erwachsenen Spieler unter uns. Waffenfähigkeiten gibt es schon mal. Waffenklassen. Also es gibt offensichtlich eine ganze Menge zu looten und freizuzocken. Ah, also so der ganze Kram, mit dem man sich bis Level 90 nicht beschäftigt, weil man da nichts Besseres mehr zu tun hat. Ja, sowas in der Art wahrscheinlich. Keine Ahnung. Gucken wir mal, was der Text sagt. Moment. Ja, die Schriftart ist ein bisschen eigenartig. Ja, das ist, ne, also, ja gut. Also ich werde auch älter, aber naja. Wie heißt das? Finden Sie, also ich find, man kann es wirklich schlecht lesen, oder? Kannst du das besser lesen? Finden Sie hunderte von magischen Gegenständen, die Ihnen undenkbare Kräfte verleihen. Ui, ich habe erst undankbare Kräfte gemacht. Ja, das, vielleicht sind die ja undankbar, die Kräfte, das wissen kann wir sein. Ja auch nicht. Dutzende Waffen von Schwertern bis hin zu Speeren, manche mit versteckten Zauberkräften. Wow. 99, was? Spiel? Spieletypen? Moment. Was ist das? Sekunde, die Mutti muss mal die Brille anziehen. So, na, jetzt gucken wir nochmal. Sekunde, Leute, ich muss euch das mal gerade ein bisschen entführen, sonst kann ich es nämlich nicht lesen. Das kannst du auch so nicht 99 lesen. Spielstufen. Spielstufen heißt es. Ah, natürlich, ja. Dafür habe ich doch eine Brille. Das Problem ist, ich kann nicht gleichzeitig den Fokus der Kamera sehen und die Brille anziehen. Bezwingen Sie den Spielboss und entdecken Sie eine unendliche Anzahl an zufällig geschaffenen Kerkern. Ah ja, also das heißt, das ist Roguelike Random Generated Dungeons. Offensichtlich. Irgendwie sowas ist das. Bezwingen Sie eine Armee von Dämonen, von denen jeder seine eigenen Angriffs- und Zaubermethoden hat. Und ja, den ganzen Spaß nochmal auf Englisch. Ich meine, jetzt mal ernsthaft, dass jedes Monster eigene Angriffsmethoden hat, sollte eigentlich das Minimum jedes Spiels sein. Ne? Das aber ist... It's not a bug, it's a feature. Aber das könnte jetzt bei Eternal Quest was Interessantes sein. Also, keine Ahnung, wir gucken uns das jetzt an, mit euch zusammen hoffentlich. Ja, bis gleich. So, und da sind wir wieder. Wir sind zurück. Mit Eternal Quest. Und wir hoffen jetzt, dass das hier einfach auch so funktioniert. Das ist das erste Mal, dass wir hier eine PS2 dran haben. Und wir hoffen, dass es diesmal nicht wie bei unserem letzten Let's Talk an komplett im Dunkeln landet. Also wir geben uns jetzt hier echt Mühe, aber wir machen das zum ersten Mal und wir haben tatsächlich noch keine Ahnung, was jetzt passiert und ob das jetzt alles richtig vernünftig läuft und ob das jetzt auch über HDMI vernünftig läuft. Das ist hier gar nicht so einfach. Wir haben jetzt hier erstmal mit 60 Hertz gestartet, weil es mit 50 Hertz ein bisschen geruckelt hat und wir gucken jetzt einfach erstmal. Also drückt uns mal die Daumen, dass das jetzt hier klappt. Ja. Und dann starten wir einfach mal das angeblich schlimmste Spiel im Rollenspiel. Das schlimmste RPG. Genre ever, genau. Wie das Interactive Entertainment.
So, 2003, ey, alle guten Dinge kommen aus 2003. Ja, ich habe ja gesagt, 18, 19 Jahre irgendwie. Ja, also da hinten steht auch, 18. auf der Packung steht 2002. Das ist schon volljährig. Vielleicht ist ja auch irgendwie eine andere Lokalisierung des Spiels. Das kann sein. Na, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wo das überall erschienen ist. Futuristische Menümusik. Ja, gut, aber da kann ich jetzt mit leben oder so, ne? Ist aber sehr spacig. Irgendwie, ja, also, ja, ja. Man könnte es auch in den Fahrstuhl packen, ne? Das passt schon irgendwie. Ich frage mich nur, welcher Fahrstuhl? Von der Enterprise oder? Bill und Ted wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. So, hier gucken wir mal rein. So, also, das Ganze ist hier nur möglich wegen dieser tollen Channel-Spende von Matthias Fischer. Ihr erinnert euch, dass ich euch das gezeigt habe, weil er uns hier die PS2 hat zukommen lassen. Und deswegen machen wir diesen ganzen Kram hier überhaupt und versuchen da jetzt einiges mit zu probieren. So, wir sollen jetzt erstmal Memory Card, klar. Creating Data, ja, logisch, sollst du ja auch. Da sollen wir die Konsole natürlich nicht ausmachen. Nee, natürlich. In solchen Fällen fange ich immer an, die Konsole kräftig zu schütteln. Natürlich. Und vor allem die Memory Card rausreißen, an- und ausmachen. Also das hätte ich früher schon, als ich die PS2 sofort, das wäre so meine erste Reaktion. Das mache ich immer bei Leseschreibzugriffen. Das ist das einzige Mal, dass mir sowas wirklich passiert ist, war beim 3DS. Weil da der Knopf immer so richtig beschissen unten angebracht war. Also ich habe es noch nicht geschafft, aber gut. So, was wir jetzt hier schon sehen, also es sieht wirklich extrem nach Roguelike aus. Ihr seht das. Highest Floor Reached, Current Floor, Current Level. Also da gibt es möglicherweise eine, irgendwie sowas, dass man sich da Sachen freischalten kann und von da an irgendwie weitermachen kann. Wir lassen uns jetzt mal überraschen, würde ich sagen. Gucken wir mal, was passiert. Ich bin gespannt. Amid the seemingly unending torrent of violence, the very calendar itself had lost all meaning. The terrible war between Shogun Kagetora and the Realm King Hegel has plunged the world into starvation and plague and let the dogs of ambition and greed loose across the lands. This evil has also found its way far to the north of the capital in the village of Genuma. Malice has also found its insidious way here. Und ich kann nicht zu schnell lesen. Nee, das ist echt, das ist tierisch schnell. Das ist super zu schnell für mich. Aber ganz ehrlich, ne, das ist wieder so diese übliche Hintergrundgeschichte mit alles ist verwüstet, alles ist bedeutungslos, alles ist ach und Apokalypse. Und auf einmal stehen wir da. Ja, darauf läuft es ja immer hinaus, ne? Step forward into nightmare of insanity and despair. Aber wobei ich mich echt frage, ne, der Kalender hat seine Bedeutung verloren, ne? Da kommen jetzt wieder die Verschwörungstheoretiker mit den Maya-Kalendern und so. Die Welt ist untergegangen. Ja. So, dann hätten wir also hier eine Grafik, also mal, die ist zweckmäßig furchtbar schlimm, finde ich die jetzt nicht. Ich auch nicht. Also, ja, ich hätte den Ninja-Style so nicht erwartet. Nee, ich auch nicht, muss ich sagen. Und das ist auch so ein bisschen... Aber macht ja Sinn eben bei dem Shogun. Ich glaube, da wird sich gleich so eine Karte drüber mappen wie bei Mystery Dungeon. Das könnte sein, ne? Also, daran erinnert es mich. Ich meine, also, Animationen hat der eigentlich kaum welche. Aber... Ja, das sind ja auch nicht wir, die Animationen haben sollen, sondern die Gegner. So. You wish to descend? Ja, natürlich. Sonst geht das ja nicht los hier. Was passiert, wenn wir jetzt Nein sagen? Das ist richtig Mystery Dungeon. Guck mal. Ja, stimmt. Aber können wir jetzt irgendwas machen? Nö. Ey, cool! Wir sind tot. Vielleicht sollten wir doch mal die Anleitung lesen. Ja, das hat ja gut geklappt. Randomly generated, ne? Psychedelisch. Nächster Versuch. Ja, diese psychedelischen Farben hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Okay, wir laufen jetzt nicht auf das Monster zu. Ja, ich will jetzt wissen, ob ich da einfach reinlaufen muss. Nein, bloß nicht reinlaufen. Wir müssen noch drücken. Ja! Wenn man Kreistaste drückt, passiert schon mal was. Aber dann geht das echt abwechselnd, ne? So, das heißt also. Warte mal, lass mal. Bitteschön. Nee, lass mal erstmal gucken, ob wir hier irgendwie ein Menü haben, wo wir. Haben wir, ja. Nee, weil du weißt ja, bei Mystery Dungeon musst du dann auch erstmal so ein Menü aufrufen, wo deine ganzen Attacken drin sind. Kann ja sein, wenn das hier so eine Art Mystery Dungeon ist, dass es das hier auch gibt. Ja, aber ich glaube, das ist echt Action-Adventure-artig. Du kannst dich da ja mal ein bisschen durchwühlen. Item Equipment Jewels. Jetzt einmal, wie man die Konsole anschließt, habe ich schon mal gefunden im Manual. Wir haben eine Bell und eine Blade. Oh, die Waffen haben eine bestimmte Haltbarkeit. Auf meager power. Oh, shit. Das ist schon gut. Die gehen kaputt, die Waffen. So, mit der X-Taste kann man die Menüauswahl bestätigen und die Waffe werfen. Wenn sie kaputt ist, kannst du direkt werfen. Toll. A beautiful glass bell returns everything to its beginning. Ah ja. Also das ist sowas wie ein Fluchtseil bei Pokémon oder so. Woher soll ich das wissen? Macht sich auch ja, normalerweise ist es ja zurück. Menüansicht abbrechen ist Dreieck. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Ja, wunderbar. Toll, danke. Kreistaste ist Angriff. Ah, Vierecktaste ist Verteidigung. Also, ne, sagt mir mal nicht mehr, dass Handbücher für sonst was sind, ne?
Select-Taste Karte ein- und ausschalten und Start-Taste Titelbildschirm verlassen. Ja, okay, das Dann probieren wir das nochmal. Alles klar, stürzen wir uns nochmal rein. Ich meine, das ist hier Trial and Error. Wie gesagt, wir spielen das mehr Error als alles andere. Wir sehen das hier zum ersten Mal. Wir haben das echt noch nie ausprobiert. Okay, keine Items mehr aufsammeln. Oh, wir können uns im Kreis bewegen. Ja, 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 das ist. So eine Art Teleporter? Ja. Aufzug, ein Aufzug. Das habe ich gesagt. Ich kann keine Pflanzen kaputt hauen. Ah, du kannst sie aufsammeln. Ach, cool. So, Kreistaste in Richtung des Monsters. Warte. So, und wenn er angreift, Viereck. S, Dings. Ach, du weißt schon. Jetzt Viereck. Genau. Ha, ha, ha. Cool. Guck mal. Wenn man es weiß, geht's. Ich bin ein Profi da drin. Geht's. Ich kann es einfach. You picked up two wheat. Ja, klar. Wir haben Gras aufgesammelt. Ja, sonst kann man jetzt sehen, wie man wieder weed, ne? Ja, wenn du Ninja bist, dann brauchst du das halt manchmal, glaube ich. Ja, wenn ich so komisch laufen würde, hätte ich wahrscheinlich schon ziemlich viel von dem Zeug eingepfiffen. Aber so muss man auch. Ist ja okay. Ey, ich glaub's an dich, Kleiner. Ich glaube, das Blocken ist extrem wichtig hier. Das glaube ich auch. Was mich auch interessiert, also da oben das kriegst Blaue. Du nur nie rechtzeitig hin. Ja, ne? Das ist ganz schön schwierig. Da oben das Blaue ist die Leiste. Die uns zeigt, wie viel unsere Waffe noch aushält. You picked up spheres. Aha. Schön für die spheres. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, ob ihr das genauso gut lesen könnt wie wir. Also hier auf dem Fernseher. Ich wollte gerade fragen, ob wir auch eine Lebensanzeige haben, aber ich glaube... Lebensanzeige ist das lange rote Ding. Nein, das ist, glaube ich, nicht Lebensanzeige, sondern das kleine grüne Pünktchen, das wir noch übrig haben. Das kleine... Oh, okay. Was ist das lange rote Ding? Ich habe keine Ahnung. Haben. Warte, Sekunde. Wir haben ein Handbuch. Oh, wir haben ein Handbuch. Mann, warum kann man nie... Nein, das ist die rote Leiste. Dann kriegen wir doch mal raus, was das kleine grüne Ding ist, ne? Ich kann nie rechtzeitig blocken. Und der blockt auch nie länger als eine halbe Sekunde. Das ist nicht so einfach. Das scheint das ist ja furchtbar mit dem Ding. HP Gauge, Gesundheitsanzeige. Ja. Ah, wir sind wieder auf dem psychedelischen informativer Flur. Text, Map für die Karte, Equipment, Ausrüstung, Jewels. Oh. Keine Ahnung, also das ist, glaube ich, muss man... Schick, hey, schick. Tatsächlich nochmal einen anderen Hintergrund. Wahnsinn, es ist sind das ein Schädel? Mann. Ja, das sind Schädel. Oh ja, tschüss. Manchmal blockt er auch automatisch. Vielleicht aber nicht dann, wenn man es braucht. Ausgerüstet hast oder... irgendwelche anderen Gegenstände, die warum so kann ich nie rechtzeitig blocken? Ich kriege einen Anfall. Darf ich nur? Ich kann die Blocktaste spammen, aber... Ja, jetzt ist er tot. Ja, jetzt bin ich hier tot. Ja. Press the X Button. Also, eins kann man schon mal sagen, es ist hacke schwer. Mhm. Es sei denn, wir sind einfach zu doof, das richtige Timing zu finden. Das auf jeden Fall. Das ist mit Sicherheit auch ein Grund. Aber, ich sag mal, spielerisch finde ich es gar nicht mal so. Hintergrundgrafik Virtual Boy, ne? Ja, also das ist schon... Das ist schon irgendwie gewöhnungsbedürftig. Also das Blocken... erfordert definitiv irgendwie Timing. Man muss möglicherweise einfach die und sobald der Gegner seinen Angriff schon auch nur anfängt, kannst du nicht mehr blocken, glaube ich. Richtig, genau. Also ich glaube, man muss einfach das Timing vorausahnen. Das ist einfach ganz schön schwierig. Also diese psychedelischen Farben gehen ein bisschen auf die Murmel, finde ich. Ein bisschen. Aber es ist jetzt immerhin abwechslungsreich. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Ja, manchmal so, stürzt du woanders. Also, gut, das haben Roguelikes so an sich. Also was mir so ein bisschen fehlt, ist einfach ein bisschen mehr Loot. Aber ich meine, wir sind ja immer noch auf der ersten Etage. Und kommen da auch nicht weg. Also da ist die Minimap, die kann man ein- und ausblenden. Das finde ich jetzt auch nicht so übel. Mhm. Monsterbugs Attack. Ja. So. Interessant finde ich ja. Ja, es ist wirklich eine Frage des Timings. Es ist wirklich eine Frage des Timings. Interessant finde ich ja die Tatsache,
dass die Waffe eben auch so um die Ecke eine Reichweite hat. Das heißt also, das ist bei Mystery Dungeon ja aber auch so. Ja, ne? Aber es gibt halt auch solche Spiele, wo dich die Monster immer um die Ecke killen, aber du nicht um die Ecke kannst. Das ist auch immer schön. Ja, also zumindest ist das bei diesem Schwert hier möglich. Ob es Waffen gibt, die andere Reichweiten haben, ist natürlich schwer zu sagen. Also wie gesagt, das Blocken ist schwer. Das ist wirklich eine Frage des Timings. Also ich habe jetzt gemerkt, bei den Bugs muss man gucken, wann die den Hals nach vorne strecken. Also da muss man wirklich einfach gucken. Ansonsten würde ich sagen, es ist einfach ein total klassisches Roguelike und einfach beschränkt auf das Wesentliche. Also läufst halt durch Dungeons und versuchst möglichst weit zu kommen. Also sag mal, es erreicht nicht den Charme eines Gauntlet, es erreicht nicht den Charme eines Mystery Dungeon. Cool, dass ich blocken kann, sobald ich angegriffen wurde. Also, tschüss. Es ist schon irgendwie... Ach du Scheiße! Nö, tschüss! Nein, das ist bestimmt wieder so ein One-Hit-Kill. Nein! Ich hab nicht das Gefühl, dass du den so loswirst. Wer sagt das denn? Aber irgendwie ist der schon ziemlich cool, der Gefatter. Scheiße, wetten! No. Der Magic Monk. Oh, der kann gut austeilen. Necrophania. Der erinnert mich tatsächlich auch an den Tod bei Clown. Ey, ich kann wirklich, nachdem ich angegriffen habe, blocken, spammen und er blockt ums Verrecken nicht. Also ich habe es ja jetzt ein paar Mal geschafft. Also entweder, ich schaffe das ja auch manchmal, aber ich glaube, das ist echt zufällig, ob das klappt oder nicht. Also ich glaube, es ist echt Sekundentiming. Ah, guck mal, Wasser ja, gibt's aber auch. Oh. Warte mal, ich will mal hören, ob es Wassergeräusche gibt. Ja? Ja. Gibt es. Krass. Also es gibt tatsächlich Geräusche passend zum Untergrund. Wahnsinn. Ey, das ist was zum Aufsammeln. Also ich sag mal, Spheres. Ja. Kann man da jetzt irgendwas ausrüsten? Item. Bell. Natürlich haben wir unser Gras nicht mehr. Returns everything. Blade. Spheres. Regular snack. Snack? Of those who dwell in darkness recovers a little strength. Also so eine Art Gesundheitsboost, ne? Ja. Ich bin ja froh, dass sie offensichtlich ein Element aus Mystery Dungeon nicht übernommen haben. Den Hunger. Den Hunger. Ja, ich wusste sofort, was du meinst. Ja, ja, ja. So, dass du nicht nach 10 Schritten wieder 3 Äpfel brauchst. Save and Exit. Safe wäre ja auch interessant zu wissen. Save dir dann so, dass du wirklich jederzeit, also so eine Art Quicksave und du kannst jederzeit wieder einsteigen. Und so wie wir das eben hatten, ne, Highest Reached Floor, das könnten wir ja gerade mal machen. Ich will das einfach mal sehen. Ich meine, noch haben wir ja nichts Großartiges erreicht. Eben, das ist jetzt eigentlich auch ziemlich Wurst. Do you wish to proceed? Yes, natürlich. Wish ich das? Saving Data? Klar will ich das. Das ist ja der Sinn, warum wir das machen. Macht es uns keinen Sinn. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir dann vielleicht in irgendeinem Bereich wieder einsteigen können, was er dann macht. Continue Chapter 1. Highest Floor reached. Current Floor 2, ja. Okay, gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, ob der in Floor 1 oder Floor 2 einsteigt. Das interessiert mich jetzt nicht total. Current Floor 2. Das heißt ja nicht, dass er da einsteigt, ne? Nur, dass das der war, den wir hatten. Ja, doch, aber Floor 2. Also, ich sag jetzt mal so, das ist immerhin fair für ein Roguelike. Also, es gibt viele, die hauen dich gnadenlos wieder auf Level 1 und kannst wieder von vorne anfangen. Ja. Also, ich sag jetzt mal vorsichtig. Ach, du dämlicher Käfer. Ja, ich sag ja, es kommt wirklich aufs Timing an, ja. Also ich sag jetzt mal vorsichtig, das Spiel ist sicherlich kein Genrebrüller oder so. Nee. Das ist jetzt nichts, was man mal gespielt haben muss. Aber ich habe schon deutlich schlimmere Spiele gespielt. Das ist richtig, Darts Up. Darts Up zum Beispiel. Also wirklich Leute, wer auf der Switch Darts Up gespielt hat, der findet das hier hammergeil. Richtig gut, ja, Wahnsinn. Wirklich, kann man nicht anders sagen. Also ich muss jetzt auch sagen, so von den Texturen oder so, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so sehen könnt, dass, also wenn man läuft, verschwimmt das ein bisschen. Aber so die Hintergründe haben ganz nette Texturen, das sind also hier diese Steine. Ich meine, man muss ja auch bedenken, es ist aus 2003, ne? Ja, also. Das ist PS2, ne? Ja. Also jetzt nicht der technische Burner. Es ist alles ein bisschen zweckmäßig, aber so richtig übel ist es jetzt auch. Also, ne, versteht mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Genrekrönung und das muss jetzt jeder mal gespielt haben. Das ist weit weg davon. Ja, sehr weit weg. Eternal Quest, bestes Spiel. Aber ich glaube schon, dass man so, wenn man halt Spaß an dieser Sorte Spiel hat und einfach einen Highscore knacken will oder so, wie wir das jetzt hier machen, für so einen humorigen
Spielverlauf einfach, ja, es ist wirklich eine Frage des Timings. Wirklich extrem knifflig. Ja. Also, dafür ist das schon okay. Nicht, dass ich das jetzt, ne, total empfehlenswert und klasse finde. Aber ich denke mir, wenn man den vielleicht auch noch ein bisschen aufbauen kann, ob der die Sachen dann behält nach dem Ableben, wäre jetzt zum Beispiel auch wieder eine interessante Sache. Mal gucken. Ja, also alles, was wir eben aufgesammelt haben, ist noch da. Es sei denn, das war vom Start weg da und wir haben es nicht mitbekommen. Naja, Bell und Blade sind ja die ganze Zeit da, aber... Ja, aber die... Aber die Spheres haben wir aufgesammelt. Zumindest, soweit ich mich jetzt erinnere. Mhm. Schreibt es uns in die Comments, falls ich irgendwie eine Erinnerungslücke habe. Jetzt aber ohne Scheiß, also es ist gar nicht so unfair für so ein Rogue-Spiel. Nö. Es ist auch gar nicht so schlimm, mal von den psychedelischen Farben und den komischen Animationen abgesehen. Und der seltsamen Gangart des Protagonisten. Was war jetzt das? Ah, the Jewel's Power was released. Ah, ja. Damit haben wir jetzt wahrscheinlich ein wahnsinnig tolles Extra eingesetzt, das wir nie wiederbekommen. Ja, wahrscheinlich haben wir das. Ja. Oh, ja. Ja. Och, du Scheiße. Jetzt weiß ich auch, wozu der Weed sammelt, ne? Willkommen bei Ace Chemicals. Ja, kein Wunder, dass... Ach ja, Tobacco, Weed, das passt schon. Also, das kannst... Sowas siehst du nur, wenn du so ein Zeug raus. Ja, wenn kann die Welt halt Dark mit Despair ist, ne, dann sieht das halt auch so aus. Ich weiß auch, warum die Dark mit Despair ist. Ich würde nach oben gehen. Das ist wie bei Alf, die haben alle gleichzeitig den Föhn angemacht. Und die haben hier alle gleichzeitig irgendwas durchgezogen, da kannst du mir sagen. Glaube ich auch. Aber the calendar lost its meaning. Ja, würde mein Kalender auch. Ne, das ist reine Relativitätstheorie, das ist alles relativ irre. Wenn wir jetzt nach oben gehen, möchte ich dich darauf hinweisen, dass uns die beiden Biester in den Rücken fallen. Und eins von links und eins von hinten. Nur sobald wir wieder in einem Raum ankommen. Meinetwegen gehen wir nach oben. Jetzt Sachen. Also solange wir einfach die ganze Zeit weiterlaufen und das nur geradeaus, machen die nix. Nö, die machen nix, aber sobald wir stehen bleiben oder stehen. Wenn uns jetzt was entgegenkommt, dass das jetzt eine geile Idee ist. So, ich bin jetzt gar nicht stehen geblieben. Ah, guck. Wenn wir stehen bleiben oder schräg gehen. You picked up Dotanuki. Hey, du bist ja so langsam richtig Battlemaster in diesem Spiel. Das ist so, wie gesagt, wie ich schon sagte, also es ist eine extrem schwierige Kiste zu blocken. Es ist aber nicht unmöglich. Es ist schon... Man kann auch sterben. So, und jetzt wäre ja interessant zu wissen, ob wir jetzt beim nächsten Run das Schwert, was wir gerade eingesammelt haben, noch haben. Nein. Das interessiert mich jetzt einfach mal. Nein. Nein. Natürlich nicht. Und das Jewel haben wir eben verbraucht, ne? Richtig. So, also es bleiben offensichtlich nicht alle Gegenstände im Inventar, wenn man stirbt. Einige werden zurückgesetzt, andere behält man. Wir haben halt, glaube ich, diese zwei Basis-Items. Ne, aber wir hatten ja eben eins mehr. Das haben wir ja irgendwie verquirlt. Also ich habe es verquirlt. Das Jewel, ja. Korrekt. Das ist aber wahrscheinlich auch bei Jewels. Ja, aber da ist es nicht mehr und eben war es bei Items. Ja, aber warum solltest du es auch auf Floor 1 einsetzen? Vielleicht ist da so eine Blockade drin. Nee, warum solltest du das in diesem 4x4-Raum auch einsetzen? Das glaube ich nicht. Ja. Also, ich denke mal, wir haben das gesehen, was zu sehen gibt. Ob es jetzt natürlich irgendwelche story-relevanten Dinge jetzt noch gibt, wenn man jetzt hier weiter vielleicht voranschreitet. Vielleicht ist das ja die geilste Story auf Erden, aber vielleicht gibt es auch noch tolle Zwischensequenzen im FMV-Stil oder so, wie wir es eben sehen. Was richtig herzerwärmendes. Vielleicht kann man noch super toll das Kerlchen hier aufpowern. Sodass vielleicht kann man noch Häuser bauen. Den Mottenmann killen den Ninja macht. Vielleicht, ne? Man weiß es nicht, vielleicht kommt da noch mehr. Ich glaube es aber nicht. Nach dem Ruf, den das Spiel genießt, würde ich sagen, das ist das, was wir gesehen haben, haben wir gesehen. Außer, dass man da vielleicht Equipment noch sammeln kann. Ne? Der Status da unten muss sich ja irgendwie füllen lassen. Mana muss sich füllen lassen, wie wir da unten ja sehen. Also das muss alles irgendwie gehen. Aber ich sag jetzt mal so, also dafür, dass es einen extrem schlechten Ruf hat, ist es jetzt nicht im Sinne von unspielbar schlecht. Nee. Ja? Also ich denke mal, wenn wir beide jetzt hier länger spielen und uns drüber auslassen, haben wir auf jeden Fall einen netten Abend damit verbracht. Auf jeden Fall. Also ich habe original verpackt für das Ding 5 Euro bezahlt. Das geht doch. Ja, der gute Matthias hat uns die Konsole gesponsert. Danke nochmal. Ich möchte es immer wiederholen. Ich bedanke mich wahnsinnig und ich finde es total lieb von dir. Und ganz, ganz liebe Grüße an dich nochmal. Ja, also im Prinzip, ne, habe ich jetzt hier außer 5 Euro nichts vergeben. Und das ist jetzt noch nicht mal eine Kinokarte. Und ich finde, dafür kann man es machen. Ja. Ich glaube, wir werden zum Beispiel auch noch Spaß haben, uns das Manual mal genauer anzusehen. Und wir werden sicherlich hier nochmal eine Runde zocken, weil... Ne, was meinst du? Ja, wahrscheinlich kann man machen, weil wir vielleicht einfach doch noch wissen wollen, was man da so machen kann.
Also ob es noch die herzerwärmende Story gibt. Genau. Die vielleicht nicht so schnell an einem vorbeizieht wie der Prolog. Genau. Also keine Ahnung, aber so schlimm fand ich es jetzt gar nicht. So, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Und ihr habt mit uns dann eben nochmal einen richtig oldschooligen Kram geguckt. Ja, also wahrscheinlich was, was man nicht jeden Tag sieht. Davon gehe ich auch mal aus. Aber wahrscheinlich was, was man nicht jeden Tag sehen muss. Aber richtig. Ja, also ihr wisst, ne, wir testen so einiges aus und es war hier auf jeden Fall wieder was auf dem Schrägheitsradar. Stufe 7 von 9, irgendwie so. Ja. Ne? Also nicht, dass wir nicht schon schrägere Sachen an, aber es kommt auf jeden Fall, kriegt auf jeden Fall Platz auf der Skala. Ja. So, ja, das war's von uns. Ihr hattet hoffentlich ein bisschen Spaß mit uns und bis dann. Ciao. Tschüss.